Ich habe euch letztens unter einem Video gefragt, wie ihr 2020 abschließt und 2021 plant und so weiter. Und da kam in die Kommentare, dass ihr gar nicht wisst, wie ihr das machen sollt und ein paar Tipps braucht. Und dafür ist auch heute dieses Video da. Einige Ideen, wie man 2020 abschließen kann, kommen am Mittwoch. Und heute soll es darum gehen, wie ihr das neue Jahr planen könnt, um 2021 das beste Jahr eures Lebens zu machen. Wir werden über Sachen sprechen, wie zum Beispiel Leitsprüche, Mantras, Ziele oder Intentionen des Jahres. Aber auch über Themen wie zum Beispiel Lernpläne oder auch jeden Tag ein Thema geben. Falls euch bestimmte Dinge interessieren, könnt ihr gerne mal bei den Timestamps vorbeigucken, um zu diesen Parts des Videos zu skippen, die euch interessieren. Natürlich würde ich mich aber freuen, wenn ihr alles anguckt, da ich auch glaube, dass jeder einzelne Schritt ziemlich wichtig ist und euch für ein cooles, tolles 2021 helfen kann. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art und erstmal viel Spaß bei dem heutigen Video. Eine Sache, die ich dieses Jahr das allererste Mal mache, ist mir ein Leitwort bzw. Leitwörter für das Jahr zu überlegen. Das heißt, ich überlege mir ein Wort, das mich durch das Jahr 2021 leiten soll und mir immer so ein bisschen den Faden für mein Jahr zeigen soll. Und das Wort, was ich dieses Jahr genommen habe, ist Simplicity, also Einfachheit. Ich habe mal ein paar Wörter rausgesucht, die ihr nehmen könntet. Ich würde euch empfehlen, euch vielleicht hinzusetzen und zu überlegen, wie möchte ich mich nächstes Jahr fühlen oder auch eure Ziele zu visualisieren und dann zu gucken, welches Wort kommt mir in den Kopf oder woran denke ich, wie fühle ich mich. Aber falls es nicht bei euch funktioniert oder ihr generell Inspiration braucht, kommen jetzt mal einige Wörter von mir, die ich eventuell euch empfehlen würde. Ihr könnt zum Beispiel das Wort nehmen Fokus, Wachstum, Organisation, Vereinfachen, Inspiration, Dankbarkeit, Balance, Familie, Freunde, Achtsamkeit, Respekt, langsam, schnell, Möglichkeit, Liebe, Pause, Atmen, Vertrauen, Schönheit, Enthusiasmus, Verbindung, Kreieren, Vertrauen, Arbeiten, Hoffnung, Träume, Glauben, Relax, Verletzlichkeit, Weisheit, Vergeben, Beobachten, Seele und so weiter. Das sind jetzt nur ein paar Wörter, aber man könnte da eigentlich alles nehmen. Alles, was euch da in den Kopf kommt und was ihr als Guiding Word, als Leitwort für das nächste Jahr nehmen wollt. Ich musste mich entscheiden zwischen dem Wort Fokus und Simplicity, aber fand dann Simplicity doch ein bisschen schöner. Und ich werde dieses Wort auf jeden Fall auf mein Vision Board ganz oben drauf schreiben und mich immer daran erinnern und versuchen, dieses Wort so viel wie möglich in mein Leben, in meinen Alltag zu integrieren. Aber ein genereller Tipp von mir ist auf jeden Fall auch noch, das ganze Jahr in so Quartale einzuteilen und nicht zu sagen, ich setze mir Ziele für das Ende des Jahres, beziehungsweise das kann man auch machen, aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, das Ganze in Quartalen oder in Monaten anzugucken. Ich mache das Ganze nämlich in 3 Monatsschritten, also ich überlege mir, was möchte ich im März erreicht haben, was möchte ich dann im Juni erreicht haben und so weiter. Und ich glaube, das ist auch viel einfacher, dort die Ziele hinzusetzen, da das Ganze einfach viel realistischer ist und realitätsnaher ist. Und deswegen ist mein Wort auch wahrscheinlich nur für die ersten 3 Monate Simplicity und eventuell nehme ich dann für die nächsten 3 Monate das Wort Focus oder so. Mal gucken. Jetzt, wo wir schon ein Leitwort haben, beziehungsweise mehrere Leitwörter haben, je nachdem, kommen wir zu den Leitsprüchen, die ich sehr cool finde. Und zwar überlegt ihr euch einfach, was soll mein Fokus sein für das nächste Jahr? Woran möchte ich arbeiten und woran möchte ich mich richten? Das ist dann so eine Art Mantra, Leitspruch, wie man das nennen wollt. Ich habe da diese Wörter hier genommen, beziehungsweise diese Leitsprüche genommen. Ihr könnt auch einfach nur einen Spruch nehmen oder ein Zitat nehmen oder eine Wortgruppe nehmen, wie ihr wollt. Ihr müsst es auch nicht machen, aber es wäre auf jeden Fall eine Idee. Zum Beispiel eins meiner Leitsprüche ist ja less but better, also weniger, aber besser. Und diesen Spruch habe ich aus dem Buch Essentialism, was ich gelesen habe. Und ich fand es einfach so toll und möchte diese Philosophie in mein Leben integrieren, möchte mich immer daran erinnern und deswegen habe ich mir auch diesen Spruch ausgesucht und werde ihn wahrscheinlich auch auf mein Vision Board schreiben, damit ich ihn jeden Tag sehe. Und ich glaube, dass so Ziele Neujahrsvorsätze immer ein schwieriges Thema sind. Da würden es immer Ziele setzen, die dann vielleicht Januar, vielleicht noch Februar einhalten, aber dann total wieder vergessen. Und damit das nicht passiert, habe ich mir was Neues überlegt. Und zwar möchte ich mir dieses Jahr keine Ziele setzen, sondern Intentionen setzen und dafür Gewohnheiten und Systeme entwickeln. Das heißt, ja, ich habe sowas wie Ziele, aber ich nenne das nicht Ziele und ich sehe es auch nicht als ein Ziel in der Zukunft, was so total weit weg aussieht. Und ich überlege mir eher, was kann ich machen, um zu diesem Schritt hinzukommen? Was ist meine Intention, wie ich mein Day-to-Day-Life, mein Alltag leben möchte? Ich würde euch empfehlen, euch hinzusetzen, alle Bereiche eures Lebens aufzuschreiben, sei es jetzt Schule, sei es Hobbys, Beziehungen. Ich habe auch noch Persönlichkeitsentwicklung genommen, dann mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, alles, was ihr wollt. Und dann schreibt ihr zu jeder Sache auf, was würde 2021 perfekt machen? Also was muss in diesen Bereichen passieren? Was wollt ihr machen, was wollt ihr erreichen, damit es für euch ein perfektes Jahr wird? Das habe ich für alle Bereiche gemacht und das waren sozusagen meine Ziele bzw. meine Intentionen für das Jahr. Nachdem du dann deine Ziele für das Jahr hast bzw. weißt, was du Ende des Jahres erreichen möchtest, würde ich dir empfehlen, eine Tabelle zu erstellen oder irgendwas zu erstellen. Ich habe hier eine Tabelle gemacht mit meinen Gewohnheiten und Systemen, die ich nächstes Jahr haben möchte. Ich persönlich habe die Kategorien genommen, mentale Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, YouTube, Schule, Beziehungen, Koreanisch lernen und ja,
körperliche Gesundheit. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, was ich jeden Tag, jede Woche und jeden Monat machen könnte, um meinen Zielen, meinen Intentionen einen Schritt näher zu kommen. Beispielsweise bei einer mentalen Gesundheit war mein Ziel, dass ich meine mentale Gesundheit meine oberste Priorität machen möchte, da mein Leben nur so gut ist wie mein Mindset, meine mentale Gesundheit, da das meiner Meinung nach das Wichtigste ist. Weil wenn deine mentale Gesundheit nicht gut ist und du dich schlecht fühlst, dann kannst du auch nichts anderes in deinem Leben richtig machen oder gut auf die Reihe bekommen, meiner Meinung nach. Und deswegen ist für mich auf jeden Fall im nächsten Jahr meine mentale Gesundheit meine oberste Priorität. Und ich habe mir da einige Systeme und Gewohnheiten ausgedacht, die ich dort dann implementieren möchte nächstes Jahr. Beispielsweise habe ich da tägliches Tagebuchschreiben und tägliches Meditieren aufgeschrieben. Das wären jetzt Sachen, die ihr hinschreiben könnt in eure Systeme. Außerdem möchte ich jeden Monat mindestens einen Tag komplett mein Handy weglegen und komplett bei Social Media raus sein und nichts machen. Ich möchte aufhören zu multitasken, ich möchte meine Dankbarkeit tracken und ich möchte auch, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, achtsamer sein mit dem Content, den ich konsumiere. Also das heißt, ich möchte nicht, wie ich es jetzt momentan mache, zum Beispiel beim Essen immer YouTube gucken oder so, sondern ich möchte wirklich achtsamer durch die Welt gehen und das, ja, Ganze achtsamer konsumieren. Wie du vielleicht im Hintergrund erkennen kannst, interessiere ich mich sehr für die koreanische Kultur. Hier ist einmal die koreanische Flagge, hier ist ein Poster von BTS. Ja, übrigens, oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt einfach seit 2 Tagen, seit Weihnachten, diesen BTS-Leitzig und ich freue mich einfach nur mega. Auf jeden Fall, hier jetzt erstmal Support. Falls ihr auch ein Hobby habt, zum Beispiel eine Sprache lernt, so wie ich, würde ich euch empfehlen, dafür auch einen Stundenplan zu erstellen, euch eine Routine zu erstellen, wie ihr das Ganze angehen wollt. Bei mir ist es, wie gesagt, eine Sprache lernt, ich lerne jetzt Koreanisch und ich habe mir da eine Lernroutine erstellt vor einigen Tagen mit euch zusammen. Und wir haben uns dann überlegt, wie viel Zeit wollen wir verbringen mit der Sprache, was wollen wir genau machen, welche Ressourcen bzw. Mittel haben wir, um das zu lernen, wann wollen wir was machen und so weiter. Denn ein Ziel ohne mögliche Action-Steps, Gewohnheiten, Routinen bleibt eben nur ein Ziel und eine Sache in der Zukunft, aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja unsere Ziele erreichen. Und das Ganze machen wir einfach, indem wir wirklich dann die Action-Steps haben und die richtigen Routinen und Gewohnheiten haben, die wir jeden Tag oder zumindest jede Woche machen können, um diesem Ziel immer einen Schritt näher zu kommen. Deswegen, falls ihr ein Hobby habt, plant das wirklich ein. Ist natürlich super, falls ihr ein fest terminiertes Hobby habt, wie ihr zum Beispiel in einem Verein Sport macht, dann ist natürlich super, da ihr dann wirklich einen terminierten Termin habt. Aber falls ihr das nicht habt, zum Beispiel mit dem Koreanisch lernen, wie ich jetzt hier habe, würde ich euch sehr empfehlen, euch da ebenfalls einen Termin festzulegen oder zumindest eine Lernroutine festzulegen. Die nächste Sache habe ich mittlerweile immer öfter, und zwar ist das seinen Tagen Themen zu geben. Das heißt, du überlegst dir, was möchte ich jeden Montag machen, jeden Dienstag machen, jeden Mittwoch und so weiter. Und der Punkt hierbei ist Batching, Time-Batching. Also ihr batcht eure Zeit zusammen und überlegt, was kann ich wann machen, dass es zusammenpasst. Und hier ist der Punkt, Leute, hier ist der Punkt. Wenn ihr nämlich verschiedene Sachen habt, die ihr machen müsst, dann gibt es total viel Sinn, gleiche To-Dos hintereinander zu machen. Und nicht zu sagen, jetzt mache ich das und das und das, alles durcheinander zu machen, weil euer Gehirn braucht immer eine Eingewöhnungszeit, wenn ihr eine Sache anfangt. Beispiel, sagen wir mal, ich möchte ein Video schneiden und fange jetzt an, mich hinzusetzen an meinen Laptop und ein Video zu schneiden. Wenn ich dann sage, okay, mittendrin höre ich jetzt mal auf und mache kurz Sport, dann treffe ich eine Freundin und dann setze ich mich wieder hin, mache was am Laptop, dann braucht mein Gehirn eine Eingewöhnungszeit, um wieder dahin zu kommen. Und wir wollen diese Eingewöhnungszeit möglichst gering halten, da sie unsere Effektivität mindert. Und deswegen wollen wir unsere Zeit zusammen batchen. Das heißt, theoretisch ist es total sinnvoll, seinen Tag ein bestimmtes Thema zu geben. Und deswegen habe ich das nochmal gemacht und möchte das ausprobieren. Beispielsweise sind bei mir Montag, Dienstag und Donnerstag Schultage. Natürlich muss ich jeden Tag in die Schule gehen, aber Montag, Dienstag und Donnerstag möchte ich auch am Nachmittag zu die Schule machen und mich da auf die Schule konzentrieren. Dann habe ich am Mittwoch, das ist bei mir so der Freundetag, ist, ich mich dann mit Freunden treffe, sie anrufe und so weiter. Freitag ist mein Koreanisch-Lerntag, also da mache ich meine ganze Koreanisch-Lernstunde und mache da einfach alles für Koreanisch. Am Samstag mache ich alles für YouTube und für Social Media. Ich plane meinen Content, filme meinen Content, bearbeite ihn, lade alles hoch. Und Sonntag ist dann mein Organisations- und Lebensadministrationstag. Also da möchte ich natürlich meine Sonntagsroutine machen, die ich euch auch schon einmal gezeigt habe. Ich möchte mein Leben planen, aufräumen, putzen und die Woche abschließen und meine nächste Woche planen. Da ich das Ganze noch nie gemacht habe, kann ich jetzt auch gar nicht sagen, ob dieses dem Tagen Themen gebende gute Sache ist, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, einfach aus dem Grund, wegen der Eingewöhnungsphase, wie ich gerade schon gesagt habe. Und ich glaube, dass es sehr hilft, am Morgen aufzuwachen und zu wissen, was für ein Thema habe ich heute, was muss ich heute machen, was steht heute an und nicht so eine wirre To-Do-Liste zu haben und alles irgendwie zu machen, das Gefühl zu haben, man kriegt nichts hin. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich YouTuberin und lade YouTube-Videos hoch und bin auch bei Instagram und habe auch einen eigenen Podcast. Und ich habe mir da auch schon eine Content-Strategy überlegt, also eine Strategie, wie ich meinen Content hochladen möchte, was ich für Content machen möchte.
möchte, wie ich versuche, Reichweite zu generieren, wie ich versuche, mit euch zu interagieren und so weiter. Also falls ihr auch in diesem Bereich Interessen habt oder aktiv tätig seid, würde ich euch empfehlen, auch so eine Strategie zu erstellen oder zumindest so einen Fahrplan zu erstellen, wie man das Ganze angehen möchte. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich zweimal der Woche ein neues YouTube-Video hochladen möchte, jeden Donnerstag und Sonntag um 18 Uhr, wie ihr bereits schon wisst. Da möchte ich versuchen, mein Video so interaktiv und engaging wie möglich zu machen. Und ich habe mir einfach so eine Tabelle erstellt, wo ich das Ganze eingetragen habe. Bei Instagram möchte ich auch zweimal die Woche was posten. Sei es jetzt ein Bild, ein Instagram Reel, ein IGTV-Video und so weiter. Und mein Podcast soll einmal im Monat rauskommen. Also jeden Monat eine neue Episode. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, aber es schneit draußen gerade einfach. Es schneit einfach. Erste Mal dieses Jahr. Falls ihr euch jetzt auch in meine bereits angesprochene Sonntagsroutine interessiert, dann verlinke ich euch sehr gerne meine Infobox. Ansonsten abonniert sehr gerne meinen Kanal und wartet auf das Video am Mittwoch, denn da werde ich euch noch einige Ideen und Wege zeigen, wie ihr das Jahr 2020 richtig abschließen könnt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis Mittwoch. Tschüss!